Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute mit einem Impuls zum Thema Mobbing-Prophylaxe. Vielleicht kennt ihr die Situation, dass ihr bemerkt, dass ein Teil eurer Kollegen sich immer öfter negativ über einen anderen Kollegin oder Kollegin austauscht, wenn diese nicht dabei ist. Und ihr merkt, wenn sie da ist, wird sich vielleicht nur, bemüht man sich nur ein bisschen, aber es ist oft schon recht eine ungute Stimmung und man spürt einfach das, was in der Luft liegt. Und es scheint mir noch ein guter Zeitpunkt, bevor die Situation zu eskalieren beginnt, einzugreifen. Jetzt ist natürlich jeder Mann mit so beherzt und so mutig, dass er sagt, hört auf damit und die Kollegin zu verteidigen, weil man selber oft die Angst hat, wenn man sich jetzt gegen diese Übermacht von Menschen stellt, als Einzelner, dass man dann selber zum Opfer wird. Und da habe ich mal was gelesen vor vielen Jahren oder gehört, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Und das habe ich dann selber angewandt in meiner Ausbildung zur psychiatrischen Krankenpflegerin. Das war, also ich war da im Alter von 37 bis 40, ich habe das ja im zweiten Bildungsweg gemacht. Und da ist im zweiten Jahr eine neue Kollegin hinzugekommen. Und diese Kollegin war relativ rasch sehr unbeliebt bei einigen. Und ich habe dann bemerkt, dass da eine Gruppe aus unserer Klasse immer zusammengestanden ist und sich sehr negativ über diese Kollegin ausgetauscht hat. Und einmal bin ich in diesem Kreis gestanden und das hat wirklich jeder eine Geschichte erzählt und es war so, also mir ist vorgekommen, als würden sie sich gegenseitig nochmal hochschaukeln und ja, aber bei mir, also mal stell dir vor, was sie da gemacht hat und das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also es war richtig, wow, der die schlimmste Geschichte gehabt hat, war der interessanteste in diesem Kreis. Ich habe mir die Geschichten angehört, kommentarlos, ohne Reaktion und habe gewartet, bis sie fertig seien, um dann eine sehr schöne, liebevolle Geschichte über eben diese Kollegin zu erzählen. Diese Geschichte war wahr, ich habe mich mit ihr sehr gut verstanden und so konnte sie authentisch und ehrlich erzählen. In diesem Moment ist etwas sehr Interessantes passiert, denn alle Kollegen waren plötzlich verstummt und wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und dieser Kreis hat sich binnen Sekunden aufgelöst. Einige Wochen später war ich wieder mit diesen Leuten unterwegs. Wir waren am Christkindlmarkt und wir sind dann zum Glühweinstand, haben uns einen Glühwein geholt, uns zusammengestellt. Und nach kurzer Zeit fangen sie wieder an, sich über diese Kollegin aufzuregen. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist für mich okay, ihr könnt nur über das reden, was ihr wollt, aber dieses Thema interessiert mich nicht da. Und es ist für mich auch nicht relevant. Deswegen habt ihr jetzt noch viel Spaß. Ich gehe eine Runde durch den Christkindlmarkt, ich schaue mir da mal die Stände an und die Kinder wieder und ich hoffe, dass das Thema dann, dass wir dann über ein anderes Thema reden können. Und ich bin nicht einmal einen Schritt gegangen, hat mir gleich ein Kollege zurückgehalten und hat gesagt, nein, bleib da, Kim, reden wir über was anderes. Und wieder war die Situation entschärft und aufgelöst. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, ich habe niemanden angegriffen, ich habe niemanden in diesem Kreis beurteilt oder verurteilt. Ich habe einfach nur meine Sichtweise eingebracht. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt, wie leicht das gegangen ist. Meine Lieben, ich würde mich freuen, wenn ihr inspiriert seid von dieser Geschichte oder von dieser Art, in so einer Situation zu agieren. Und würde mich auch freuen, wenn ihr mir vielleicht einmal einen Kommentar hinterlasst und ebenso natürlich, wenn ihr mir ein Abo schenkt und die Glocke aktiviert. Ich wünsche euch noch alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Eure Melanie.